Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fränkisch, Bayerisch, International, Kochen mit Sandra. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie ich meinen Eiersalat zubereite. Dieser Eiersalat ist fettreduziert, das heißt, ich verwende einen Hüttenkäse dazu und dieser hat nur 0,4% Fett. Da kommt keine Mayonnaise rein. Das ist das Besondere an dem Eiersalat, dass der eben von den Kalorien reduziert ist. Ich beginne damit, meine Eier zu schälen. Optional könntet ihr auch eine Zwiebel mit reingeben. Mache ich aber nicht, weil wenn was übrig bleibt, habe ich es nicht so gerne, wenn Zwiebeln da drinnen sind. So kann ich mir dann den Rest entweder in ein Schraubglas geben oder in einem verschließbaren Behälter. Und man kann sich ja dann die Zwiebel, wenn man gerne noch eine Zwiebel drauf hätte, am Schluss oben drauf geben. Meine Eier sind geschält, ich viertel sie mir. Und dann nehme ich meine Gabel und mache sie mit der Gabel klein. Es geht ganz leicht und ganz einfach. Da könnt ihr eben entscheiden, welche Größe ihr möchtet, wie groß ihr die Eier haben möchtet. Aber ich finde es so ganz gut. Das gebe ich jetzt schon mal in meine Schüssel. Dazu gebe ich meinen Schnittlauch gleich mit hinein. Den habe ich ganz normal klein geschnitten. So schaut meine Eier und mein Schnittlauch nun aus. Jetzt mache ich weiter. Für meine Soße habe ich mir schon mal 100 Gramm Hüttenkäse in meinen Küchenmoped gemacht. Dazu gebe ich den Zucker. Senf, den süßen Senf, circa einen Teelöffel, so, Salz, je nach Geschmack, wie ihr es gerne habt, einen Löffel Essigwasser, eventuell gebe ich da noch ein bisschen mehr dazu, aber das muss ich dann nochmal abschmecken. Was ist das? Und meine Gurke fehlt noch. Eine Gurke kommt da noch mit rein. Die Enden von der Gurke schneide ich mir ab. Und dann mache ich die Gurke einfach in so grobe Stücke mit rein. Verschließe das Ganze. Und mische essen. So, das ist jetzt schön fein. Zu meinen Eiern und den Schnittlauch dazu. Ganze vermische ich. Wie gesagt, wer möchte, kann sich dann am Schluss noch eine Zwiebel oben drauf machen. Oder wenn ihr wisst, es wird aufgegessen, dann könnt ihr gleich eine mit reinmachen. Ich persönlich finde es immer besser, wenn sie nicht mit drinnen ist. Es gibt ja auch Leute, die essen nicht gerne Zwiebel im Eiersalat. So, jetzt probiert mal.
gebe noch ein bisschen Salz dazu. Wie gesagt, das macht ihr nach eurem Geschmack. Ein bisschen Senf. Und auch noch ein bisschen Gurkenwasser. Das waren jetzt 1,5 Löffel Gurkenwasser, die ich dazu habe. So schaut mein Eiersalat nun aus. Ich werde jetzt ein Brot anrichten, euch noch ein schönes Foto machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Am Schluss erscheint mein Logo. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Und zusätzlich gibt es noch eine Glocke. Wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video einstelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.